Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Da läuft so ein... Riesenkäfer rum. Ich dachte, der hat uns jetzt entdeckt, aber... Der ist noch... Der ist Stufe 23 und wir sind gerade mal 17 und das hatten wir irgendwann schon mal probiert. Könnt ihr mal gucken in den letzten Folgen. Das hat nicht so hingehauen. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, was wir da so machen können hier jetzt. Also verdorbene Zone, Panorama, das können wir jetzt wahrscheinlich auch vergessen. Begibt sich zum roten Echo. Da werden wir nicht hier durchgehen, sondern mal hier außen rum. Ich glaube, das ist gesünder. Schnell weg. Lauf. Lauf. So. Schon wieder jemand entdeckt. Pferdchen. Wir haben gar kein Pferdchen mehr. Wir sollten ein Pferdchen uns überbrücken. Na komm her. So. Nur ein paar kleine Änderungen. Nichts Schlimmes. So. Haben wir wieder einen Läufer. Oh, ein großer Turm. Ja, genau. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen. Ich denke mal, das wäre ganz praktisch. Ein bisschen Kräuter. Voraus. Heilkräuter wären ganz gut. Da bräuchten wir ein paar. Truthahn. Feuerbrennnutze ist für. Oh. Da sind doch schon wieder komische Viecher. Heilende Wildglut. Dann hocken wir uns mal ins Gebüsch und gucken, was hier so rumläuft. Wächter, Wächter, Wächter. Wächter. Wo sind wir denn hier? Naja. Wir laufen mal da weiter. Heilende Wildglut. Was gesehen. So. Das ist wieder der Brüllkäfer von vorhin. Ne, das ist ein anderer. Oh nö. Das ist kein Brüllkäfer. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Feuerbrüllrücken. Wildschweinchen. Nur in den Brutstätten lerne ich, wie man diese Maschinen überbrücken kann. Tja. Die zu überbrücken wäre doch ganz gut. Lustig, meine ich. Komm. Das brauche ich später noch. Ja. Sehr weise, mein Kind. Fragezeichen. Fragezeichen verfolgt uns gleich. Na komm her. Oh, jetzt kommen beide her. Oh.
mal den über. Wieder. Können wir. Aha. So. Dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Metallscherben, heilende Wildglut. Ja, wunderbar. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Wenn man verletzt ist. Da haben wir wieder so einen Sägezahn. Level 15, ey. Pipifaxer. So, dann sind wir nochmal auf die... Ach, wir sind ja weit weggekommen. Wollten wir zum roten Echo? Da lang. So ist es mit Rotkäppchen, als es durch den Wald lief. Und eine hiervon. Und eine davon. Oh, ne. Bleibt da mal oben. Weil wir müssen da hin, ne? Diese Richtung. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja. Glaube ich auch. Da ist irgendwo ein Feuer. Das Feuer. What? Seltsam, seltsam, seltsam. Bin ein wenig verwirrt. Wir laufen mal hier rüber. Ein Fuchs, ein Fuchs. Aha. Da wird's sein. Okay. Rotes Echo. Ach guck, jetzt haben wir schon wieder die... Ruhe dich am Lager. Feuer aus. Okay. Machen wir. Wir ruhen uns aus. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jenem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Okay. Räume die Lager. Dreimal. Was haben wir denn jetzt? Wir gucken mal in die Quest. Hauptquest. Die Rache der Nora. Hauptquest. Rache der Nora. 12. Ah ja, das machen wir. Wir haben noch so viele andere Quests hier. 1, 2. Ach, da ist das erste. Da ist das erste Lager. Einmal umdrehen. Waren wir hier nicht schon mal irgendwie? Das Ding Krieger, kommt. Es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Zeit zu töten.
Vielleicht Zeit zu sterben. Wir sammeln uns dort am Fuß des höchsten Turmes. Dann geht es zum Metallring. Für unsere Rache! Heute brechen wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen für vergossenes Blut. Möge die Urmutter unseren Verstoß vergeben. Und falls nicht, möge sie ihren Zorn allein auf mich richten. Auf in den Kampf! Das geht ganz schön schnell. Ja. Okay. Also die Panzer haben sie öfter hergestellt hier. Irgendwo standen die schon mal rum. Krawum, krawum. Dann überqueren wir mal den Fluss. Speichern nochmal zwischen. Zack. Und dann. Heilung brauchen wir. Brauchen wir nicht mehr sammeln. Das ist voll. Da ist das erste Lager. Sind das irgendwelche anderen Wächter? Verdorbener Wächter. Okay. Da hinten haben wir auch was. Schwäche Feuer. Ach, das sind unsere Krieger. Okay, 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 okay. Markieren. Nee, so markieren. So. Dann. Jawohl. Ich habe nicht auf meinen Gesundheitsbalken geachtet. Also wir müssen ein bisschen anders vorgehen. Oder? Ich denke schon. Plup, plup, plup. Sprengfalle. Gut. Ne, Moment, Moment, Moment. Feuer. So. Gut, da haben wir dann da noch jemanden. Da oben ist jemand. Lagerwarnsystem, einfache technische Konstruktion, okay. Da haben wir was. Ach, da unten ist noch einer. Hey, verarscht. So, jetzt bleiben wir mal hier hocken.
Der geht von ganz alleine kaputt. Oh. Den locken wir mal hinter. Wo ist er? Hallo? Da ist der kaputte. Hallo? Truthahn? Wo ist er denn? Da laufen schon wieder andere durch die Gegend. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, der Wächter? Warum hat er mich gesehen? Ach, der ist wieder da hinten. Okay. Ich hatte gerade wieder ein Fragezeichen gehabt. Da guck. Na komm mal her. Na komm. Put, 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 put. Ja, gut. Präzisionspfeil. Kriegen wir den da? Von hier aus. Kopf. Jawohl. Plüpp. So, da haben wir noch einen. Okay, sie ziehen ab. Da läuft noch einer. Na komm. So. So. Dann lassen wir den mal ein Stück herkommen. Du, 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 du. Nein, Moment. Ich brauche Feuer. Er brennt. So, kaputt. Kaputt. Da ist ja noch einer. Hatte ich den nicht schon markiert gehabt? Kann ich nicht markieren. So. Schweinchen, hallo. Entschuldigung. Ach ja, so. Weiter geht's. Du bist ja voll fies, ey. So, das Alarmsystem. So, wie viele laufen denn da noch rum? Da der eine noch? Zerstöre den Alarm. Tja, weiß ich nicht. Kann man hier einfach so da zerstören? Nein. Jetzt können wir die Pfeile nehmen. So, und dann schleichen wir uns mal hier rein. Dann mal Vorsicht, los. Siehst es. Oh, ich alarmiere die anderen. Hey, komm, los jetzt. Da. Da. Der soll keinen Alarm schlagen.
gekommen. Wie mache ich das jetzt kaputt? Zusammenbleiben! Auf wen schießen die denn? Du! Da! 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 Ach da! Verdammt! Oh, wie mache ich denn das kaputt? Ich werde dir zeigen, wie stark man looten kann! Geht nix. Na komm. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen helfen. Nicht getroffen. So. Verliert nie den Glauben an die Nora. Jetzt müssen wir das aber noch zerstören irgendwie. Nee, war's das? Ach, das geht dann kaputt, wenn die... Alles klar. Das geht kaputt, wenn die ganzen Leute hier weg sind. Okay. Dann hätten wir da lange rumhauen können. So, dann plündern wir mal hier noch ein bisschen. Ne, wir durchsuchen. Ach, die Nase hat gerade gejuckt. Wenn er genießt. Mann. Kramwumm, das macht richtig Rums, ja? Füllen wir mal wieder die Vorräte hier auf. So, gut. Dann sammeln wir hier nochmal ein bisschen. Kein Platz mehr. Ja komm, brauchen wir nicht. So, dann geht's mal weiter. Gibt's hier noch was zu entdecken? Eine Tasse, aber die finde ich doch wieder nicht. Irgend so ein Relikt. Hallo. Kann man da irgendwie hoch? Nö, ne? Jetzt sind wir genau bei der Tasse hier irgendwie, aber. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das hier dann dazu gedacht ist, hochzuklettern. Sieht nicht so aus. Was episches. Altes Gefäß, da ist es doch. Erstes altes Gefäß gefunden. Cool. War doch nicht so versteckt, wie ich dachte. Holen wir noch die Blume da. Das nächste Gefäß. Wir machen einen Umweg über die Blume. Wenn da jetzt nicht so viele Maschinen sind. Oder? Jo. Ein Wildschweinchen ist da. Ja, mal gucken. Oh, da hinten. Ach nö. Was sind das für Viecher? Sägezahn.
Und ein Sägezahn. Bei der Blume. Ach nö. Machen wir nicht. Das ist ja schon das nächste Lager. Es wird kühler. Vielleicht jo. Ist es dunkel. Hier haben wir wieder Schrott rumliegen. Hinhocken. So. Das ist doch die nächste. Nee, ist nur ein Stückchen weg. Hm. Das ist doch verderbte Maschine, oder? Verdorbener Wächter. Aber es ist ja keine verdorbene Zone hier. Hm. Na gut. Wie es weitergeht, siehst du dann in der nächsten Folge. Schön, dass du zugeschaut hast. Bis dann. Ciao.